100 Mann im Einsatz. Unterwegs mit der Berliner Bereitschaftspolizei. Großeinsatz bei der Demonstration. Ob Weltkriegsmunitionsfund in Kreuzberg oder eine Wohnungsdurchsuchung beim Drogenhändler. Unterwegs mit der Berliner Bereitschaftspolizei. Ein geschlossener Einsatz für die 15. Hundertschaft der Berliner Bereitschaftspolizei. Ein eher seltener Fall, denn meist ziehen die einzelnen Züge getrennt voneinander los. Die Polizeimeister Holger Kussler rechts und Tobias Pelham kennen sich seit Jahren und arbeiten fast immer gemeinsam. 10 Hundertschaften gibt es allein in Berlin. Sie werden im ganzen Bundesgebiet eingesetzt, immer dort, wo gerade zusätzliche Polizeikräfte gebraucht werden. Der Einsatzbefehl heute Abend, Großrazzia in der rechten Berliner Szene. Eine Neonazi-Vereinigung trifft sich zu einem Jubiläum. Die Polizei hat Hinweise, dass dabei Straftaten verübt werden könnten. In solchen Fällen hat sie das Recht, die Veranstaltung zu überprüfen. Die Einsatztaktik, starke Präsenz, aber gleichzeitig Deeskalation. Damit soll die Entstehung von Aggressionen vermieden werden. Holger Kussler und Tobias Pelham müssen Veranstaltungsteilnehmer durchsuchen und Personalien feststellen. So. Wer von Ihnen hat einen Personalausweis bei? Nur mal den, der hat schon ausgetrunken. Nee, hat gut, ja. Nee, Sie haben ja noch was zu trinken. Trinken Sie erst mal aus. Der junge Mann ist ja hier. Hier kommt jeder, wird abgeholt bei uns. Reihenfolge, ja. Ah, nee, aber ich meine, hat der schon ausgetrunken, wa? Mein Kollege durchsucht Sie schnell, ja? Haben Sie irgendwelche Messer oder sowas dabei? Nee. Gut. Nach der ersten Durchsuchung wird jeder Gast überprüft. Auch Kussler und Pelham übernehmen einen und führen ihn ab. Oh, jetzt haben sie den mit Bart weggenommen. Für die Anwesenden kommt der Polizeieinsatz nicht überraschend. Sogar auf den Einladungen war er angekündigt worden. Jetzt wieder bereit zum Bearbeiten. Okay. Komm mal hin, aus, was wir heißen. Wie heißen? Wen denn nun? Ich denke, ja. Komm, ach so, kommen Sie mal mit. Mann, ja, ich bin nicht fertig. Jetzt. Genau. Bearbeiter Nummer 5. Ja, erkenne ich auch. Hier? 5 Punkt steht da hinten. Erstmal haben wir falsch verstanden. Hallo. Guten Tag. Mein Bearbeitungsteam holt nämlich selber ab. Gut. Wir sollen aber herbringen. Ja, dann warte ich hier, wa? Oder was soll ich denn machen? So. Okay. Wir müssen nur warten. Müssen wir genau. Dann warten wir eine Sekunde, bis wir dann den anderen abarbeiten und dann sind wir dann dran. Das ist ein bisschen, weil gerade so viel Verständnis. Ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache die Arbeit. Wie geht's denn weiter? Wenn jetzt der, ich denke mal, ist der Klassiker. Wenn jetzt da noch ist, dann müssen wir das Gelände verlassen, kriegen Platzverweis rausgesprochen, wie immer, wie eh und je. Und dann, wenn das fertig ist, ruft die irgendwann ab und wir feiern weiter. Ist das richtig? Genau. Obwohl es schnell geht, muss man sagen. Besser wäre, wenn er das ja nicht machen würde. Tja. Weil ich meine, wisst ihr, was mich eigentlich schon stört? Das Ganze schien uns eigentlich bitte. Wir wollen einfach nur hier sitzen und saufen. Das ist ohne Quatsch, hört sich blöde an. Ist so. Hier will keiner den anderen oder irgendjemand. Wir wollen einfach nur hier sitzen, Spaß haben und uns ein bisschen in den Schräglage machen. Das ist das Problem der Veranstalter. Ja, das Problem ist der Veranstalter. Ich meine, wenn ihr euch so trefft. Ja, ich weiß, wer der Veranstalter ist. Ja, das ist das Problem, ne? Genau. Wenn ihr euch so trefft und ihn saufen wollt, dann wird wahrscheinlich auch die Polizei nicht in diesem Aufgebot anrücken, um euch alle zu kontrollieren. Ja. Also, ich denke mal. Ich glaube, jetzt ist wieder weiter hier. Gut, kann ich? Nee, noch nicht machen. Nein, ja, ich weiß. Nur gut, rein. Okay, jetzt kommen Sie mal. Zeichen verstanden. Nee, noch nicht. Kann ich jetzt rein? Gut, mach, nee, du machst mal. Ach so, ja, okay. Nochmal, hier um die Ecke. Ja, ist mir eher. Ja, an der Tür ran, so, ja, genau. Ist jetzt Unwetter dabei? Geht das? Naja, das geht alles. Hier ist ja die Einladung. Jetzt wollen wir mal kicken, was hier drauf steht. Ob hier steht, dass die Polizei kommt. Das weiß ich nicht. Ich hab da nicht irgendwie. Ich hab die Karte. Fressen, saufen, nackte Weiber, Live-Musik, Polizeieinsatz. Freibier, solange es. Ist Freibier noch? Nee, wa? Nee, wohl, da kommen wir leider schon zu spät gewesen. Pech ab, wie immer. Was umseit die Rückseite? Wir bitten alle Kameraden und Kameraden, verbotene Zeichen und Gegenstände in eigenem Interesse nicht mitzuführen. Mit dem Besuch von ungebetenen Gästen muss immer gerechnet werden. Sehr schön ist was anderes. Die kriegen sie gleich weg, ich will nur mal durchlesen. Ja, ja, mach das. So, dann soll ich schon mal rein? Ja, können wir mal. Muss ich mich hinlegen oder hinsetzen? Setzen erst locker. Okay. Um kurz vor 3 ist der Einsatz beendet. Die Bereitschaftspolizisten kehren in ihre Unterkunft zurück. Sie arbeiten im 12-Stunden-Wechselschichtdienst. 42,5 Stunden pro Woche plus Überstunden. Sonntagmorgen.
Ein Einsatzzug der 15. Hundertschaft soll vor einem großen Gebrauchtwagenmarkt Autos und Fahrer kontrollieren. Die Abfahrtswege werden gesperrt. Die Beamten fahnden nach gestohlenen Autos, gefälschten Fahrgestellnummern, Fahrern ohne Führerschein oder gefälschten Kennzeichen. So, kann er mich verstehen? Ja. Könnten Sie bitte aussteigen? Gut, erstmal halten Sie Ihre ganzen Sachen wieder zurück. Müssen Sie jetzt mal schauen. Die Einsatzbeamten Stefan Mönke und Daniel Kleiber überprüfen einen verdächtigen Vietnamesen, dessen Aufenthaltserlaubnis nur für den Landkreis Radebeul gilt, nicht für Berlin. Verstehen Sie Deutsch? Wenn Sie nochmal hierher fahren sollten, für diesen Bereich. Sie können mich nicht verstehen. Für heute. Können Sie das vorzeigen, dass Sie schon kontrolliert? Verstehen Sie mich ein bisschen? Ja. Können Sie mich verstehen, was ich sage? Alter, wenn... Zuständiges Landratsamt Meißen, Erstanreise am 17.11.98. Asylantrag abgelehnt, 3.12.98. Ich hab schon. Wo muss der sich aufhalten? Radebeul. Laut dieser Kopie darf sich dieser Herr nur in Radebeul aufhalten. Können Sie sich das merken? Das ist eine das ist eine Beschränkung. Wenn alles stimmen wollte. Abschnitt 33. Und er hat da nun aber gegen verstoßen. Der darf hier nicht in Berlin sein. Laut dieser Kopie. Und er ist nun aber in Berlin. Und dadurch, dass er uns eine Kopie gegeben hat und wir weiter keine Auskünfte gekriegt haben, kommt er jetzt mit in eine Kruppstraße. Abschiebung angedroht, 20.11.98. Zurückgeschoben am 18.10.98 und das war's. Mit Ihren Kollegen fahren wir jetzt dorthin, Abschnitt 33 in der Perleberger Straße. Ja? Und da können Sie den abholen. In 2 Stunden oder in 1 Stunde, je nachdem. Sie können doch jetzt dahin fahren und warten auf Ihren Kollegen. Wird das Ihnen freigestellt? Die fahren vorne. Sie fahren, wir fahren da jetzt gleich hin, ja. Bloß wir fahren woanders lang, also nicht unbedingt uns hinterherfahren. Ja. Weil wir kommen, weil da wo er kontrolliert wird, da müssen wir anders ranfahren. Sie müssten vor dem Abschnitt Perleberger Straße anhalten, dort können Sie auf ihn warten. Wir fahren eine andere Strecke. Also wenn Sie uns hinterherfahren, bleiben Sie spätestens am Polizeigelände stehen, weil Sie nicht rein dürfen. Genau. Ja? Okay. Gut. Sie haben alles? Na, Sie kommen mit uns mit? Okay. Ich gehe mal kurz zu. Sie haben alles? Haben Sie ein Telefon dabei oder sowas? Handy? Gut, alles klar. Sie können ja ihn dann nachher anrufen. Okay, ja? Also, ich geh zu Philipp und hol den schnellen Schlüssel. Ja. Am Nachmittag sind auch Holger Kussler und Tobias Pelham zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Na, siehst du, da stimmt aber mit der Bremse schon nicht. Ein 78er Simpson-Moped aus DDR-Produktion. Doch Kennzeichen und Anhänger sind Marke Eigenbau. Manches funktioniert sogar vorschriftsmäßig. Schon ein bisschen älteres Modell. Ich meine, gut, also das Rücklicht das funktioniert, das habe ich schon gesehen. Die Blinker erstmal auf wieder funktionieren. Ah, gut, funktioniert. Andere Seite? Funktioniert. So, und hier hinten haben sie ja nun festgestellt, ja, dass es nur geht, wenn der Akku ist. Das ist Akkulicht, ja. Ja, dann wissen Sie aber, dass Sie so nicht fahren dürfen. Ne? Dann müsst ihr dann Akku haben, der voll ist. Ja, nie jeder wird dir sagen, wir sind schon zigmal in der Kontrolle gekommen. Also, nee, halt, wir sind ja gleich zu Hause und somit. Sonst habe ich immer einen Akku bei. Das ist sehr verwirrend hier, ja. Mit dem, ich meine, haben Sie. Ja, das haben Sie ja ganz schick gemacht, alle. Aber das muss ein Versicherungskennzeichen. Also vielmehr muss das einfach nur ein Feuerwehrkennzeichen sein. Also das heißt, ein Pappschild, wo Sie das Kennzeichen von vorne hinten nochmal aufschreiben. Und das mit dem B hier hinten und alle, das hat den Anschein, dass das ein amtliches Kennzeichen sein soll. Das ist es ja nicht. Ich meine, Sie haben das ja alle sehr mühevoll alle gemacht, aber das ist so nicht richtig. Ein handgemaltes Kennzeichen und selbstgebastelte Rückleuchten. Was sagt dazu die Straßenverkehrsordnung? 60 hast du schon nachgekickt, wa? Ja, du, darum geht's ja nicht jetzt. So, jetzt geht's so. Dass der Anhänger auch, das stimmt schon alle, das ist ja ein, jetzt geht's nur um die Beleuchtungseinrichtung von dem Anhänger. Bei Krafträdern hinten. Müssen die Beleuchtungseinrichtungen am Tag, muss das funktionieren? Anhänger. Ja. Ja, dann fehlt ja schon los, dass der kein Prüfzeichen hat.
Die Lampe hat ja kein Prüfzeichen. Darf ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrzeug dann installiert sein? Das weiß ich halt nicht genau. Deshalb müssen wir hier nachkicken. Weil hier steht ja extra nochmal eine Vorschrift drin für Anhänger an Krafträdern. Steht da extra nochmal? Ja, das ja. Da steht nur drin, wie groß die Abmessung sein muss. Ja, ist, ansonsten ist das, gilt das denn wie bei normalen Anhängern. So, warte mal, ich war jetzt hier gerade dabei, wenn ich jetzt hier abgelenkt jetzt hier. Das ist ja, so immer bestimmt schon 10, 20 Kontrollen, ja. Und noch nie ist irgendwie was gewesen. Das ist ja nicht normal. So, und das geht ja schon mal damit auch. Ist das eine, die Anhängekupplung, die sie da rangebaut hat? Ist ja. Das eine, die den Dings entspricht? Ist da ein Prüfzeichen drauf? Das sind schon 35 Euro, die Anhängekupplung. Gut, ja, dann Einrichtung zum Verbinden vom Fahrzeug, doch, natürlich. Ja, aber das ist hier ein Kraft. Na und? Ein Kleinkraft. Na und? Was ist denn da anders? Doch das größte Problem ist das selbstgemalte Kennzeichen. Ordnungswidrigkeit oder Straftat? Genau. Holger, kommst du mal kurz? Ja, warte gleich. Ja. So. Nee, warte gleich, klären wir gleich. Ein Kraftfahrzeug oder ein Kraftfahrzeuganhänger, für den ein amtliches Kennzeichen nicht ausgegeben oder zugelassen worden ist. Richtig? Ist richtig, es ja nicht. Ja. Mit einem Zeichen versieht, das geeignet ist, den Anschein amtlicher Kennzeichnung hervorzurufen. Hat sie gemacht. Richtig? Ah, gut. Ja, rein aus dem Paragraphentext, ja. Sie hat aber andere Absichten gehabt. Ja, ist okay. Also doch eine Straftat. Ja, dann musst du ihr das auch eröffnen. Die Gefangenen-Sammelstelle. Hier wird der Vietnamese, der den Landkreis Radebeul entgegen seiner Duldungsauflagen verlassen hat, erkennungsdienstlich behandelt. Liegt sonst nichts gegen ihn vor, kann er danach wieder gehen. Doch jetzt ist er registriert. So soll verhindert werden, dass von verschiedenen Sozialämtern Leistungen bezogen werden. Okay. Können Sie wieder Hände machen. Das war's eigentlich schon. Ein Stockwerk höher liefert Tobias Pelham das Corpus Delicti ab. Kannst du das mal bitte für Tina im Tresor einschließen lassen? Ja, klar. So, Abschluss, wie immer. Okay. Frau Ülarweg, Kennzahl 52L, Endzeit 19 Uhr. Alles klar, mach ich. Ja? Gut. Okay, danke. Tschüss. Das selbstgebastelte Moped-Kennzeichen erfüllt laut Paragraphenordnung den Straftatbestand des Kennzeichenmissbrauchs. Das bedeutet für Polizeiobermeister Pelham eine Menge Schreibkram. Für nahezu jeden Vorgang gibt es ein eigenes Formular. Und der Nachteil dabei? Diese Formulare können nur mit einer Schreibmaschine ausgefüllt werden. Das dauert. Wenn man sich überlegt, was da für ein Verwaltungsaufwand dann hinten noch mal dran hängt. Also Wahnsinn. Kann man eigentlich ja nicht drüber nachdenken, was man immer noch so an Schreibkram hat. Tobias Pelham hat es eilig. Eigentlich müsste er schon im Nebenraum sein. Zur Einsatzbesprechung für den nächsten Tag. Mehrere Heroin-Dealer sollen observiert werden. Der Einsatz ist sorgfältig vorbereitet. Gut, dann willkommen zur vorgezogenen Einsatzbesprechung für morgen. Wie ihr schon gehört habt, morgen Bekämpfung der Drogenkriminalität. Wir haben drei Örtlichkeiten, um die wir uns morgen kümmern werden. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet, damit ihr euch mal einen Eindruck verschaffen könnt, worum es geht. Hier haben wir jetzt mal nur beispielhaft einen Abhängigen, der dort erscheint und dort auf die Verkäufer wartet. Das sind jetzt zwei der Haupttäter, die waren in den letzten Tagen sehr aktiv. Hier kann man jetzt mal beobachten, wie sie mit dem Abhängigen sich treffen und vielleicht kommt es dann auch zu einer Übergabe. Also wie wir gleich sehen, am Fußgängerüberweg wird die Person in der Mitte mit dem weißen T-Shirt etwas aus dem Mund nehmen und an die Person mit der roten Hose übergeben. Die Verkäufer selber sind extrem vorsichtig. Wie gesagt, das Heroin haben sie meistens in kleinen, das kennt ja jeder wahrscheinlich, in diesen kleinen weißen Kügelchen im Mund. Wenn sie der Meinung sind, dass sie Polizei festgestellt haben, dann wird das runtergeschluckt, sodass wir dann keinerlei Möglichkeiten mehr haben,
Beweissicherung zu betreiben. Also unsere Möglichkeit, oder morgen wollen wir die Konsumenten halt überprüfen, und da die das meistens in der Hosentasche oder halt normal am Körper mit sich führen, hoffen wir, dass wir da dann das Heroin finden, um so halt den Handel nachzuweisen. Feierabend. Der Einsatz gegen die Drogendealer soll am frühen Morgen beginnen. Pelham spart sich deshalb ausnahmsweise die Fahrt nach Hause. Denn das sind satte 250 Kilometer. Sein 2 Monate altes Auto hat schon 25.000 Kilometer auf dem Tacho. Das Ausweichquartier des Polizeiobermeisters ist das Hotel Klein Machnow am Teltower Kanal, etwas außerhalb von Berlin gelegen. Das Einzelzimmer zwischen 13 und 39 Euro. Und das geht auch auf Ihren Namen? Ja. In der Regel schläft Tobias Pelham in einem Zimmer der sogenannten Touristenklasse. 13 Euro die Nacht. Heute hat er eines der besseren Zimmer. Wie oft übernachtest du in diesem Hotel? Immer einmal die Woche. Wenn ich immer zwischen Tagesdienst und Fensterdienst fahre ich nicht nach Hause, ansonsten fahre ich immer nach Hause. Bist du gerne hier? Ja, es ist preiswert. Und für eine Nacht zum Schlafen reicht es vollkommen aus. Also, reicht mir. Ist in Ordnung. Ich spare mein Geld, kann hier schlafen. Ist besser, als wenn ich in der Unterkunft schlafen würde. Dass man irgendwo was man mal abschalten kann, ansonsten ist schon in Ordnung. Die Frankfurter Allee in Berlin-Lichtenberg. Der nächste Tag. In einem kleinen Park betreiben Drogendealer einen schwunghaften Heroinhandel. Sie wissen nicht, dass sie von der Polizei beobachtet werden. In der Umgebung sind einige Zivilstreifen in Position gegangen, um blitzschnell zugreifen zu können. Bis dahin heißt es warten. Wahnsinn hier, wa? Die alleinerziehende Mutter, 3 Kinder, Birgit Höse, verdient erzählbar mit 2.900 Euro. Dank Nachzulage bleiben 1.800 Euro netto. Inklusive Kindergeld verfügt sie über 2.150 Euro. Ohne Arbeit bekäme sie vom Sozialamt etwa 1.900 Euro. Endlich rührt sich etwas. Der erste polizeibekannte Dealer taucht auf. Ja, Team 1 für alle. Schon übergeben. Der Beschuldigte 1 mit der Glatze ist soeben im Park eingetroffen, hat Kontakt mit einem Konsumenten gehabt. Die Übergabe hat schon stattgefunden. Ja. Wenn der vermeintliche Konsument jetzt mit der U-Bahn in Richtung Bahnhof Lichtenberg fährt, hat die Warterei ein Ende. Die Beamten Pelham und Kussler sollen noch vor dem Konsument an Ort und Stelle sein, ihn in Empfang nehmen und durchsuchen. Der Konsument, die haben sich jetzt getrennt. Der Konsument läuft Richtung U-Bahnhof, bekleidet mit einem Lonsdale-Shirt. Der Beschuldigte 1 trägt heute ein graues Shirt mit einer, bekleidet mit einer blauen Jeanshose. Weiße Turnschuhe. Und weiße Turnschuhe. Und blaue Jeans, wa? Genau. Und weiße Turnschuhe. Der Konsument geht jetzt Richtung... Der Konsument geht jetzt Richtung... Richtung U-Bahnhof. Kaschi für Lire. Ja, ihr zum Bahnhof Lichtenberg für die Überprüfung. Das Einsatzteam macht sich auf den Weg. Hat der vermeintliche Drogenkonsument tatsächlich Heroin dabei, ist der Handel nachgewiesen. Dann sollen die Händler festgenommen werden. Hat er jedoch nichts dabei, kann man den Einsatz für heute abblasen. Denn dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Dealer wissen, dass sie observiert werden. 5 hören. Kaffee für Lehre? Ja, ja. Habt ihr Tomos Durchsage mit? Ja, die. Da müsst ihr jetzt hier rauskommen, wa? Ja, dann müssen wir sehen, wo wir jetzt hin mit dem Huhn gelaufen ist. Das ist noch ein bisschen gelaufen. Die 3 geht mal nach vorne. Ja, mit. Ich hab mit Drogen überhaupt nicht am Hut. Sie haben mit Drogen überhaupt nichts am Hut. Sie haben eine Familie. Wirklich? Gut. Beobachtet worden, wie sie das gekauft hat? Ich habe nichts gekauft. Ich hatte mir damals nur Geld geliehen gehabt über einen anderen Kumpel und er hat es von ihm. Von wem denn? Na, von ihm, wo ich das Geld eben abgegeben habe, Magdalena. Ich habe wirklich nichts gekauft. Hatte Schulden bei ihm, ne? Ich hatte Schulden.
Ich hab wirklich nichts mit Drogen am Hut, da könnte meine Frau fahren. Ja, wir haben hier ein kleines Problem. So wie es aussieht, also ich habe kurz abgesucht, ist nichts dabei. Und er hat ihm Geld gegeben, weil er Schulden bei ihm hatte. Wir prüfen jetzt erstmal ab, ob er vorbelastet ist, etc. Dann mache ich ihm mal spaßeshalber ein Angebot, ob er eine Aussage machen will. Aber ansonsten ist das erstmal negativ. 1000 Demonstranten hat der Veranstalter erwartet. Gekommen sind etwa 400. Es geht morgen mit in aller Welt. Deutsche Waffen. Es gibt kaum eine Parole, die Polizeimeister Stefan Mönke nicht schon 100-mal gehört hat. Oft werden auch die Polizeibeamten beschimpft. Im Laufe der Jahre haben sich die meisten ein dickes Fell zugelegt. USA! Internationale Völkermordzentrale! Die Polizeitaktik ist klug gewählt. Die Spree trennt die Widersacher voneinander. Der Rest ist Polizeiroutine, solange niemand Gewalt anwendet. Mögen sich die Demonstranten gegenseitig beschimpfen. In Deutschland herrscht das Recht auf freie Meinungsäußerung, unabhängig vom Gehalt der geäußerten Meinung. Mit Bekenntnissen zu Osama bin Laden endet die Demonstration, die doch eigentlich dem Frieden der Welt dienen sollte. Für die 15. Hundertschaft ist der Einsatz bereits beendet. Die Beamten beschäftigen sich mit Fußballwetten. Stuttgart auf Sieg. Wir sind voll. Wolfsburg auf Sieg, Gabel, Hannover auf Sieg, Bayern auf Sieg. Und Hamburg gegen Hertha, auf Hamburg getippt. Für Stefan Mönke und seine Kollegen war es ein ruhiger Einsatz. Die Beamten der anderen Hundertschaften werden die Demonstranten noch eine Weile im Auge behalten. Kilometer von Berlin entfernt lebt Polizeiobermeister Tobias Pelham mit Frau, Kind und Hunden. Ein friedvolles Idyll. Sein Versetzungsgesuch nach Sachsen wurde abgelehnt. Auch der Freistaat hat kein Geld. Also pendelt Pelham Tag ein, Tag aus. 250 Kilometer hin und 250 Kilometer zurück. Viel Geld bleibt da am Ende zwar nicht übrig, aber die Arbeit macht ihm großen Spaß. Irgendwann, da ist sich Pelham sicher, klappt es mit der Versetzung zur Familie. Bis dahin packt er täglich 4 Stunden vor Dienstbeginn seine Sachen und macht sich auf den Weg nach Berlin, in eine andere Welt. Hat mich unheimlich immer bewegt, und was ich auch mit nach Hause nehme, wo ich auch glücklicherweise noch nicht so oft mit zu tun hatte, ist Gewalt gegen Kinder, vor allem ganz kleine Kinder, und auch Gewalt gegen Frauen. Das hast du natürlich viel öfter, aber also wenn du denn auch siehst, wie die Männer ihre Frauen dann zugerichtet haben, das geht mir dann schon an die Nieren, und da brauche ich dann auch oft einen, der mich dann auch mir auf die Schulter fasst und sagt, hey Tobi, ruhig. Dienstbeginn. Hundertschaftsführer Martin Völker informiert seine Leute über die sogenannte Einsatzlage. Ja, den Trakt zu entsenden in die Gitschiner Straße 92. Dort wurde im Hinterhaus auf dem Dach wurden Weltkriegsmunition und auch Selbstlaborate gefunden, die dort ausgasen und gemäß PDU höchst gefährlich sind. Dort müssen Wohnhäuser geräumt bzw. evakuiert werden, um dazu auch die Kräfte zu entsenden, und Näheres folgt. Der Dienstanzug, also dementsprechend der Einsatzanzug, das ist mein Plan, dass die DRO-Schweife, Türsteher, gestellt wird und alles weitere dann über die Uferlage. Giftige Weltkriegsmunition auf einem Kreuzberger Dachspeicher. Das ist auch für die Beamten Daniel Kleiber und Stefan Mönke von der 15. etwas Neues. An den eigentlichen Einsatzort kommen die beiden nicht heran. Die Bergung der gefährlichen Munition ist Sache eines Spezialkommandos und der Feuerwehr. Mönke und Kleiber müssen mit ihren Kollegen den ganzen Bereich weiträumig absperren. Sicherheit geht vor. Nur Anwohner dürfen gegen Vorlage ihres Ausweises und in Polizeibegleitung zu ihren Wohnungen. Wir gehen jetzt hier die Glitschina runter, und auf der linken Seite ist die Kreuzung Lobinger Straße. Und da haben wir den Auftrag,
Privatpersonen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad jetzt hier unterwegs sind, nicht mehr in diese Straße zu lassen. Da ja das Objekt sich hier auf der linken Seite befindet. Und da soll sich ja zweite Weltkriegsmunition befinden. Und die ist wohl am Gasen und muss irgendwie sichergestellt werden. Und hier die PTU ist hier gekommen. Das ist eine Sonderdienststelle und die ist für die Entsorgung der Munition zuständig. Die Bergungsspezialisten machen sich an die Arbeit. Das kann eine Weile dauern. Solange müssen die Beamten der Einsatzhundertschaft aufgebrachte Passanten beruhigen. Ich muss nach Hause. Das ist der einzige Weg, den ich nach Hause kann. Müssen Sie wirklich zurückgehen? Oh, sprechen Sie über Heli oder was? Also, kann Ihnen jetzt nur sagen, dass Sie hier nicht durchkommen. Ich möchte nach Hause. Ja gut, aber wo soll ich denn jetzt? Wie soll ich denn? Ich komme ja gerade von da. Ich komme von der durchlaufen? Ja, der Korpus hat Horst abgesperrt, richtig? Ja, genau. Von da hat man uns rausgelassen. Ja, genau. Na, da müssen, ich weiß ja nicht, ob da hinten ein Schienenersatzverkehr gestellt wurde. Ja, haben Sie gesagt. Das habe ich aber nicht gesehen, kein Schienenersatzverkehr. Ja, das kann ich Ihnen von hier aus nicht sagen. Oder Sie müssen mit dem Taxi fahren. Das müssen Sie nur wirklich in Kauf nehmen, weil andere kann ich Ihnen nur hier ohne sagen. Also hier dürfen Sie nicht durch. Das tut mir leid. Die Kollegen Kussler und Pelham haben drei Männer auf dem Dach einer Autowerkstatt erwischt. Verdacht auf Einbruch. Die Ertappten behaupten, das sei die Werkstatt ihres Onkels. Polizeiobermeister Tobias Pelham glaubt ihnen nicht. Im Kofferraum ihres Autos hat er Autoradios gefunden. Das macht ihn misstrauisch. 1, 1, 2, 3. Über Funk gibt Pelham die Seriennummern der Geräte an die Zentrale durch. Es soll überprüft werden, ob es sich um heiße Ware handelt. 9038 1 2 3. Nee, also 90381. 1, 2, 3. Dann taucht endlich der Werkstattbesitzer auf. Das ist der erste, ist mein Neffe und die sind Freunde von ihm. Warum klettern hier rüber und haben keinen Schlüssel von ihm? Hat er einen Schnitt genommen von mir. Aber er darf immer rein, aber nicht so. Hm? Er darf rein, aber nicht so. Ja, und nächstes Mal vielleicht nicht den Schlüssel vergessen. Ja, ne? Vielleicht besser. Ja, habt ihr uns schon beobachtet oder wie? Naja, durch Zufall vorbeifahren. Und genau, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen zwar, aber. Tobias Pelham ist verärgert. Jeder Polizeieinsatz kostet Zeit und Geld. Dieser war unnötig. Ja, wenn Sie sehen, wenn Sie Ihren Neffen hier keinen Schlüssel mitgeben. Für eine Folge, ja, was den Polizeieinsatz ausgelöst wurde, weil wir das gesehen haben, wie der darüber geklettert ist, das hätte ja auch jemand sein können, der bei Ihnen einbricht. Also wenn Sie ihm erlauben, dass er in Ihre Werkstatt geht, dann nehmen Sie ihn mal bitte ohne Schlüssel. Na gut, okay, aber hättet ihr das sparen können. Ja, genau. Kostet einen Haufen Geld. Ihr klettert da rüber. Sieht ja nur noch aus wie ein Einbrecher, oder? Ja. Die Munition in der Gitschiner Straße ist mittlerweile entschärft. Die Beamten sind zurück in der Zentrale. Die Situation ist hochbrisant. Das zeigt die Tatsache, dass inzwischen der Staatsschutz den Fall übernommen hat. Die Frage ist, wer lagert Kampfmittel auf dem Dachboden und vor allen Dingen, wozu? Auch der Bezirk sieht in dem Waffenfund nicht unbedingt ein politisches Motiv. Feuerwehr und Polizei haben die Lage inzwischen wieder völlig unter Kontrolle. Das Gefahrengut ist sichergestellt. Die jüdische Gemeinde zu Berlin schien ein ziemlich... Ah ja. So, dann bitte Stellungswechsel! Am nächsten Morgen, Schießtraining für die Einsatzhundertschaft. Bei erhöhtem Pulsschlag nach einem Dauerlauf machen selbst erfahrene Polizisten Fehler. Du sicherst! Polizei! Akt zwei Nossen oder schieße! Polizei! Akt zwei Nossen oder schieße! Polizei! Halt mal! Lass ihn Zeit zum Reagieren! Ja, androhen, Zeit lassen zum Reagieren. Das heißt nicht androhen, schießen. Du musst ihm auch Zeit lassen, dass er irgendwas machen kann. Stellungswechsel 15 Meter. Und komm! Hopp. Um Fehler im Ernstfall zu vermeiden, werden Stresssituationen regelmäßig trainiert. Polizei, Pistole unter euch, schieße! Alter, wie ein Stückchen vor! Ah, los hier vor, ich sicher dich, ich komm nach. So, ich komm jetzt, warte! Für Sicherheit! Polizei, Pistole runter oder ich schieße! Und entladen! Bar ziehen raus, Verschluss nach vorne! Waffe wegstecken!
Quarantäne, ja, und Treffaufnahme. So, sehr schön. Natürlich nach dem zweiten Mal wunderbar nach vorne gegangen, überprüft, ob wirklich der Täter letztendlich, den er beschossen hat, auch wirklich getroffen wurde. Dann selbst im Nachhinein die Versorgung gemäß UZWG, klar. Und jetzt hat der zweite natürlich ganz klar den zweiten Täter gesehen, auch hier in dem Fall wunderbar reagiert, auch klar beschrieben durch den zweiten, hier die Axt. Und das Trefferbild im Allgemeinen sieht auch sehr sauber aus. Ja, denkt aber daran, noch mehr die Absprachen ab und zu mal laut miteinander noch Kontakt aufnehmen, bist du noch da und sowas alles. Nicht den Blick vom Täter lassen, sondern immer schön zur Scheibe hin, beziehungsweise zum Täter. Ernstfall. Stefan Mönke, Daniel Kleiber und ihre Kollegen stellen einen Drogenkonsumenten. Schon lange haben sie eine ganz bestimmte Wohnung im Visier, in der ein schwunghafter Drogenhandel abläuft. Der Konsument wurde beobachtet, als er in die observierte Wohnung ging. 10 Minuten später kam er wieder heraus. Haben Sie irgendwelche Gegenstände, Taschen, die in denen wir uns verletzen könnten, Messer, Spritzer? Nein. Finden die Beamten jetzt Drogen, liegt ein Beweis für den Handel in der observierten Wohnung vor. Dann soll diese gestürmt werden. Einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss haben die Beamten schon in der Tasche. Treffer, Haschisch und Marihuana. Am Abend ist die Wohnung dran. Der Verdächtige darf die Beamten nicht bemerken, damit er die Drogen nicht über die Toilette verschwinden lässt. Auch das Fenster der Wohnung muss überwacht werden. Rufst du denn die Sicherheit? Dann komme ich hochgestürmt. Mir ist die Warnung. Ja. Alles klar. Was ist denn? Es ist in der zweiten Etage. Ja, die erste Wohnung. Also, zur Straße raus. Ja, da wo das Licht brennt. Da haben wir die Heizhänge dann auf der Seite. Ja, Wohnung. Ja. Ja, ich stelle mich um, wenn du was schmeißt. Ja, ich wollte ihn. Was? Was so? Dass du dich unten hinstellst, kurz wartest, ob er was rausschmeißt, die Sachen aufhängst und dann kommst du wieder rein. Du hast ja den Schlüssel. Ja. Gut, okay. Der heikelste Moment der Aktion ist das Eindringen in die Wohnung. Bin der Nachbar unter Ihnen? Sagen Sie mal, läuft völlig Wasser aus? Okay, die nächsten. Gut, alles klar. Sauber. Hat einer von euch eine Taschenlampe? Gib mir bitte eine Taschenlampe. Ja, der ist in Wuppertal. Warte mal. Mach mal die Stand. Ja, und? Hallo? Ja, wenn ihr nach Beweismitteln, also nach Drogen suchen, Sie haben die Möglichkeit, dass Sie ihn herausgaben. Also Sie können uns sagen, ja, in diesem Schubfach oder dort, werden wir was finden. Wie gesagt, das ist alles freiwillig, das müssen Sie nicht machen. Ja? Innerhalb von Sekunden haben die Beamten die Lage vollständig unter Kontrolle. Die Durchsuchung der verwahrlosten Wohnung ist ein Volltreffer. Große Platten Haschisch, Marihuana, LSD, Ecstasy. Es besteht kein Zweifel, der Verdächtige ist ein Drogendealer. Das ist ein Beschluss vom Amtsgericht hier, da hatten wir hier lang, wegen Herrn Neuer. Die gefundenen Mengen reichen aus, um Untersuchungshaft anordnen zu lassen. Der Drogenhändler kann seine Situation nur noch verbessern, wenn er später aussagt und der Polizei Hinweise auf seine Lieferanten gibt. Und die Abriebspuren? Von dieser Droge. Das ist die Feinwaage, digital. Die ist szenetypisch für solche Leute. Das sind die angeblichen LSD-Plättchen. Die sind getränkt in einer Lösung. Ist eine gute Partydroge, kann man sehr gut verstecken in Portemonnaies und dergleichen. Schwer aufzufinden, die werden im Mund genommen, lösen sich auf und gibt denen ihr Wissen Kick. Das Bildnis von Osama Bin Laden. Ehrlich? Ja, ja. Ecstasy-Pillen, nagelneu. Hier das Porträt
von Osama bin Laden. Dann entdecken die Beamten auch noch eine Pistole. Jeder einzelne Fund muss genau dokumentiert werden. Fundort, Uhrzeit, Wert. Der Verwaltungsaufwand vor und nach einer solchen Wohnungsdurchsuchung ist enorm. Doch diesmal lohnt sich der Papierkram wenigstens. Hier ist soweit auch alles durch. Ja. Stefan? Ja. Hier ist soweit alles durch, ja? Ja. Für den Händler, der keinen Widerstand geleistet hat, ist es bis auf Weiteres der letzte Abend in Freiheit. Ihm drohen U-Haft und anschließend die Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Selbst wenn er aussagt und seine Hintermänner preisgibt.